Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich mit euch heute über die neuesten Gerüchte bzw. Infoleaks bezüglich der zukünftigen Updates für New Horizons reden möchte. Denn tatsächlich wurden vor kurzem von einer durchaus vertrauenswürdigen Leakerin einige interessante Informationen via Twitter getroppt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber dazu gleich mehr. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen mehr oder weniger neuen Twitch Account hinweisen, auf welchem ich regelmäßig streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Gerüchte sind schwierig. Auf der einen Seite können sie Vorfreude und Hype herbeirufen, aber auf der anderen Seite im Nachhinein auch für Enttäuschung sorgen. Daher bitte ich euch darauf zu achten, dass das, was ich euch gleich sagen werde, bis jetzt noch nicht von Nintendo bestätigt ist und die Quelle der Information eine Leakerin ist, welche jedoch in der Vergangenheit schon öfters richtig gelegen hat und daher als vertrauenswürdig einzustufen ist. Aber was genau für Infos wurden denn nun preisgegeben? Nun, tatsächlich wurde ich gestern auf einen Artikel der Seite N-Tower aufmerksam gemacht, in welchem über die Tweets der Leakerin Samus Hunter berichtet wurde. Diese schrieb am 9. April einen dreiteiligen Tweet, in welchem sie zum einen darüber schrieb, dass Nintendo scheinbar eine neue Animal Crossing Amiibo Kartenserie planen würde, was durchaus Sinn ergibt, da viele der neuen Bewohner in New Horizons aktuell zumindest noch nicht als Amiibo existieren, also weder als Figur noch als Karte. Dadurch werden teilweise ziemlich horrende Preise für Bewohner verlangt, welche es nicht als Amiibo gibt und ja, das ärgert ziemlich viele Spieler. Aber ich denke, die Hauptmotivation für eine neue Amiibo-Kartenserie wäre natürlich das Geld, welches Nintendo damit verdienen würde. Denn die Karten sind, obwohl sich die Preise seit Release von New Horizons mehr als verdreifacht haben, nach wie vor sehr gefragt und daher würde eine fünfte Animal Crossing Amiibo-Kartenserie aus meiner Sicht nur Sinn machen und somit halte ich das Gerücht für wahrscheinlich. Des Weiteren hat Samus Hunter in ihrem Tweet noch geschrieben, dass das nächste Update definitiv Spieler, die ihre Motivation für New Horizons ein wenig verloren haben, wieder an die Bildschirme locken wird, da einige der Favorite-Character von älteren Animal Crossing-Teilen wiederkommen würden. Und ja, zurzeit gibt es eigentlich für mich zumindest nur einen wirklichen Favorite-Character aus älteren Teilen, der es bis jetzt noch nicht auf die Insel geschafft hat. Die Rede ist natürlich von Coffee und ich denke bzw. hoffe, dass wir ihn endlich im nächsten Update sehen werden, da ich glaube, dass er zusammen mit dem Café das Spiel wieder um einiges auffrischen würde. Gegen Ende hat Samus Hunter noch geschrieben, dass neben dem Super Mario Anniversary wir noch weitere Crossover Anniversary Events im Spiel sehen werden. Hier würde mir persönlich auf Anhieb eigentlich nur ein Zelda Crossover in den Sinn kommen, da zum einen die Reihe in diesem Jahr ihren 35. Geburtstag feiert und zum anderen bereits in der Vergangenheit Hinweise im Spielcode von New Horizons entdeckt wurden, welche auf die The Legend of Zelda Crossover Bewohner hindeuten. Mein damaliges Video zu dem Thema habe ich euch mal in der Infocard verlinkt, also wenn ihr euch für das Thema noch mehr interessieren solltet, klickt einfach oben rechts auf das kleine i, dann kommt ihr zum Video. Ansonsten waren das so ziemlich alle neuen Gerüchte rund um die zukünftigen Pläne für New Horizons. Ich selbst muss sagen, halte die ganzen Aussagen für, ja, glaubwürdig, halte mich aber dennoch mit meiner Vorfreude ein wenig zurück, da es am Ende dennoch nur Gerüchte sind und nichts Offizielles. Jedoch ist die Quelle, wie bereits am Anfang erwähnt, als seriös einzustufen. Die Links zu den Tweets und zum Artikel von N-Tower findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat mein kleines Gerüchte-Video ein wenig gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 59,7% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Und ciao.